Ja, das weiß ich. Tja, stehst du. Das ist reines Eiweiß. Ja, ja. Falken sind sogenannte Langstrecken. Also die Araber jagen heutzutage im Zusammenhang mit Windhunden, mit den Sagerfalken, auch kleine Gazellen. Er holt den sogenannten Ring, um gleich mal einen Anlauf zu starten, um das Federspiel zu attackieren. Man muss dabei sagen, sobald er das Federspiel berührt hat, muss man den Falken die Beute dann auch geben. Das ist ja für ihn eine Beute, damit die Motivation hochgehalten wird. Wir sind im sogenannten deutschen Falken, etwa 1800 aktive Falkner in Deutschland, im großen Teil mit Habicht und Herbeshorn-Kaninchen fängt. Ein kleinerer Teil fängt mit Anwachterfalken, Fasane, Enten und Rebhühner und mit Hausfalken kann man sowohl Enten, aber auch zur Hauptsache Rabenkrähen fangen. Um die Falknerei auszuüben, braucht man neben einer bestandenen Jägerprüfung auch die Falknerprüfung, um dann den Falknerjagdschein zu erlangen. Das war schon, ich hab's halt nicht gebraucht. Ha ha ha.